Gerade ist der neue Schattenfinanzindex erschienen. Der Schattenfinanzindex wird ermittelt vom internationalen Tax Justice Network, einer Gruppe von Organisationen, die sich für mehr Steuergerechtigkeit in der Welt einsetzen. Dieser Index versucht zu ermitteln, welche Länder am meisten beitragen zur globalen Steuerflucht. Dafür werden zunächst 15 Indikatoren genommen, die messen sollen, wie intransparent ein Staat ist im Hinblick auf Steuerfragen. Und der Wert, der dabei herauskommt, wird dann kombiniert mit der Größe des Finanzsektors, um dann eben zu einem Ergebnis zu kommen, wie viel Steuerflucht dieser Staat wirklich begünstigt. Das Ergebnis zeigt, dass die Schweiz an erster Stelle steht. Dort werden viele 100 Milliarden an Schwarzgeld gebunkert. An zweiter Stelle sind die Cayman Islands, die letztlich verbunden sind mit dem britischen Königreich. An dritter Stelle steht Luxemburg. Was vielleicht etwas überraschen wird, ist, dass Deutschland an Platz 9 steht. Deutschland trägt nämlich auch gewisse Züge einer Steueroase. Es fällt bei 5 der 15 Indikatoren durch. Dazu gehört unter anderem, dass Deutschland bei Unternehmen und Stiftungen nicht ausreichend öffentliche Informationen bereitstellt oder dass Deutschland Menschen, die im Ausland ihren Wohnsitz haben, Steuervergünstigungen gewährt. So trägt auch Deutschland dazu bei, dass aus Entwicklungsländern oder auch aus anderen Industriestaaten Steuerflucht betrieben werden kann. Allein für Entwicklungsländer wird geschätzt, dass diese Steuerflucht jedes Jahr einen dreistelligen US-Dollar-Milliardenbetrag ausmacht. Deutschland ist deshalb aufgefordert, bei sich selbst und auch international für mehr Steuergerechtigkeit und mehr Steuertransparenz zu sorgen.